Bereits vor 5 Jahren wollte Deutschlands Hauptstadt Berlin hier international angeschlossen sein. Doch leider verzögerte sich die Eröffnung um 43.800 Stunden. Exklusiv wurde Spiegel TV mal wieder vom neuen Airport-Chef eingeladen, hinter die Kulissen des Berliner Flughafens zu schauen. Dieser kostete rund nur 5 Milliarden Euro. Problemzone 3128, die Brandschutzanlage. Tag, Herr Simon. Brandversuch? Wir machen heute wieder Brandversuch in dem sogenannten Szenario N42. Wir haben jetzt hier den Main Pier Nord mal visuell dargestellt und haben jetzt gerade eine Live-Aufschaltung auf die Entrauchungsanlagen mit der jeweiligen Steuerung dahinter. Das ist ein sogenannter Bereich, der nennt sich schutzzielorientiert, auf 2,50 Meter raucharme Schichtung, damit die Leute halt dann noch sich evakuieren können in den 15 Minuten Rettungszeit. Die mangelnde Funktionalität der Brandmeldeanlage war eines von tausenden Problemen, die zur Verschiebung des Eröffnungstermins beigetragen haben. Ich lasse Rauchgas in den Brandmelder einfließen, sobald er genügend gefüllt ist, sobald er merkt, dass eine Brandgröße erfüllt ist, wird der Melder auslösen. Achtung, Achtung! Bitte räumen Sie sofort das Gebäude. Benutzen Sie keine Aufzüge. Helfen Sie hilfsbedürftigen Personen und Kindern. Es funktioniert. Ja. Die Spülungsanlagen, der Fluchttunnel und der jeweiligen Treppenhäuser funktionieren. Die Entrauchung ist automatisch und die Brandmeldeanlage auch. Attention, da kann es ja losgehen. This is an important announcement. Ja, die Entrauchung macht uns keine Sorgen mehr. Aber das funktioniert jetzt. Zudem arbeitet man unter Hochdruck daran, die Brandmeldeansagen auch in verschiedenen Dialekten wie dem Sächsischen aufzunehmen. Im unterirdischen Bahnhof bewacht eine extra dafür ausgebildete und geschulte Brandwache. Die Verantwortung und Vielseitigkeit ist bei diesem Job nicht zu unterschätzen. Ja, wir stehen ja nicht bloß, wir laufen ja auch. Sie laufen auch rum? Von wo nach wo? Nur auf dem Bahnsteig? Ja. Von wo? Von da bis da hinten. Das alles? Überprüfen denn. Was denn überprüfen? Na, wir sind eigentlich eine für Brandschutzwache. Ist nicht ein bisschen langweilig? Was soll hier brennen? Nee, kann immer was passieren. Ja, aber hier fährt ja gar nichts. Ja, aber hier, durch die Bauarbeiter, wenn die hier sind und so, passiert immer mal was. Wir schauen zunächst aber wieder mal nach oben. Hier werden jetzt die einwandfrei funktionierenden Brandschutztüren unserem Kamerateam vorgeführt. Wie erwartet, funktionierte hier alles genau wie vorhergesehen. Da ist zu und da ist offen. Es gab das Problem im letzten Herbst, dass wir die ganzen Türen nochmal sehr genau angeschaut haben, sie mehrfach getestet haben und in diesen Testphasen gemerkt haben, dass viele Türen noch nicht das können, was sie können müssen. Die Steuerzahler können wir vorerst beruhigen, denn hier läuft natürlich alles so wie vorhergesehen. So, jetzt geht die Tür gleich auf. Sind wir wegbereit? Okay. Jetzt ist der Vorführer weg. Geht nicht? Ja. Hat ja eben hat's geklappt. Ich hab's auch. Ich bin schon die letzten 24 Stunden einmal. Wenigstens in der Sicherheitszentrale scheint schon alles zu funktionieren. Am Tag X soll es losgehen, ganz sicher. Hier geht es nicht los, erst wenn der BER eröffnet wird. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, rein flugbetrieblich, dass wir einen Zeitraum X vorher diese Leitstelle betreiben wollen, definitiv, um auch unsere Mitarbeiter entsprechend ordentlich da heranzuführen. Und da denke ich mal, gibt es noch einige Maßnahmen zu tun. Und wenn die entsprechend umgesetzt sind, dann haben wir ein ordentliches Produkt. Was heißt Zeitraum X? Also wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir, gute Frage, Zeitraum X. Bei so gut informiertem Personal kann eigentlich bei diesem Vorhaben gar nichts mehr schiefgehen.